Ein Wettbewerb für innovative und begabte Schüler der österreichischen HTLs, das ist der Young Austrian Engineers CRD Contest. In diesem Jahr sind aus dem Bezirk sehr, sehr viele Projekte prämiert worden. Darauf ist man stolz und das zeigt man heute. Seitens der Schüler werden die Projekte nämlich präsentiert, und zwar hier in der Volksbank in Köflach. Also wir haben mit der Firma Balfinger in Slowenien eine universelle Schweißverrichtung konstruiert. Und unsere Auszeichnung, die wir gemacht haben, freut uns sehr. Wir sind sehr stolz drauf eigentlich. Habt ihr da für die Zukunft auch irgendetwas mitgenommen? Also wir haben sehr viel gelernt, finde ich. Also allein mit der Zusammenarbeit. Und ja, das wird uns sicher später mal helfen. Dein Schulkollege hat gesagt, es hat euch sehr viel gebraucht. Und für die hat es ja besonders viel gebraucht. Eigentlich warum? Ich glaube, es wird auch noch ziemlich viel bringen, weil ich werde im Sommer ein Ferialpraktikum unten in Slowenien machen und ich werde auch so als Bauaufsicht, darf ich mal sagen, dort unten arbeiten, und weil die Vorrichtung wird gebaut. So, Philipp, was habt ihr gemacht? Was war euer Projekt und was bedeutet euch die Auszeichnung? Wir haben die Aufgabenstellung bekommen, den Herstellungszyklus eines Fittings mit unserem 3D-CAD-Programm einfach darzustellen. Mit allen Stationen, wir haben uns ein Fitting ausgesucht, über alle Stationen drüber gearbeitet, bis wir zur Endfertigung gekommen sind. Also das könnte wirklich hergestellt werden, würde jetzt irgendwer das machen. Und der vierte Platz beim 3D-CAD-Wettbewerb war natürlich, waren wir sehr stolz auf uns, dass wir den erreicht haben, weil die Kategorie, wo wir mit eingereicht haben, ist eigentlich nur für dritte Klassen. Die haben also alle ein Jahr mehr Erfahrung wie wir, und da können wir sehr stolz auf uns sein. Innovative Schüler, geniale Projekte, die aber auch ausgezeichnet betreut worden sind. Die Arbeit war sehr spannend und doch auch sehr erfreulich, wenn mehrere Schüler von sich aus sagen, Herr Professor, wir möchten ein besonderes Projekt machen und eine besondere Aufgabe. Das heißt, sie sind motiviert und durch ihre Motivation lernen sie. Sie können selbstständig neue Themen erarbeiten und gerade doch auch fürs Leben lernen. Und wenn es natürlich das auch zu Erfolgen führt, freut es den Lehrer und natürlich die Schüler umso mehr. Und gerade diese Begeisterung ist für unsere jungen Schüler sehr wichtig. Die Arbeit selbst war sehr herausfordernd, muss man ehrlich gestehen. Es fordert einen Lehrer auch sehr, weil die Schüler wollen hier immer mehr und mehr wissen. Das geht weit über den normalen Regelunterricht jetzt, glaube ich, schon hinaus. Es macht mich sehr stolz, dass wir quasi neun Platzierungen hier erreichen konnten. Ich bin ja auch in der Jury. Ich habe mich dort sehr gefreut, wie ich dann wusste, was wir letztendlich erreicht haben. Ja, uns macht mich als Lehrer eigentlich sehr stolz. Den Wanderpokal für die meisten prämierten Einreichungen erhielt zum zweiten Mal seit dem Schuljahr 2010-2011 auch diesmal die Burme. Ja, also ich meine, ich bin natürlich sehr stolz, weil es sicher ein Zeichen ist für die gute Qualität, die in unserer Schule geleistet wird. Das beruht natürlich sowohl natürlich auf die Leistungen der Schüler, aber die Schüler können nur so gut sein wie die Lehrer, und ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür, dass hier sehr gute Lehrer sind, die die Schüler entsprechend ausbilden, motivieren, engagieren, weil alle, die hier mitgemacht haben, haben ein Übermaß an Arbeit geleistet über das, was das reguläre Schulwesen an einer HTL schon an sich mit sich bringt. Bei so vielen Auszeichnungen kann man nur stolz auf die Jugend unseres Bezirkes sein. Ich finde es ganz toll, dass unsere Schüler und Schülerinnen das erreicht haben. Mein besonderer Dank gilt da natürlich auch den betreuenden Lehrern, allen voran dem Kollegen Fürli und dem Kollegen Abra, aber auch den Firmen und den Partnern der HTL Volzberg, die eben mit Diplomarbeiten bzw. mit besonderen Projekten das überhaupt ermöglicht haben, dass die Schüler an solchen Arbeiten tätig werden können und solche Erfolge einfahren können.